Auch ein blödes Gefühl, aber kann auch manchmal Spaß machen, zum Beispiel bei Horrorfilmen oder auch Horrorgames. Das finde ich dann immer ganz, ganz cool. Irgendwie. Ich lese auch gerne Horrorgeschichten irgendwie in letzter Zeit und habe dann Albträume, aber es ist cool, wenn man es kontrollieren kann. Wie kann man Albträume kontrollieren? Ich lese zum Beispiel Sachen oder es gibt so Bilder, die du angucken kannst und dann siehst du halt jemanden, der an deinem Bett steht auf dem Bild und dann träume ich von dieser Person oder träume auch, oder hast du das manchmal, dass du Schlafparalyse hast? Dass du aufwachst und dich nicht bewegen kannst. Ich habe das manchmal, weil ich Schlafprobleme habe. Und dann siehst du da und du siehst dein Zimmer, aber du kannst dich nicht bewegen und du träumst noch. Und dann sehe ich im Zimmer Personen oder sowas. Und da irgendwie liegt ein Pulli oder sowas über meinen Stuhl. Und ich denke, da sitzt jemand und guckt mich an. Das habe ich manchmal. Das ist richtig schlimm. Aber es gibt noch viel heftigere Versionen, dass dann so Leute sich überhaupt nicht atmen können oder sowas. Und dass die dann träumen, dass jemand auf ihnen drauf sitzt oder so. Das habe ich nicht. Aber ich sehe halt manchmal Leute im Zimmer, weil das ist schon heftig. Und dann versuche ich mich immer zu bewegen und dann wache ich auch irgendwann auf. Ja, das gibt's wirklich. Aber habe ich auch nur ganz selten, also nicht so oft.